Hallo Mobile-Freunde, seid wieder begrüßt hier auf meinem Kanal und heute möchte ich euch mal wieder ein Fahrzeug vorstellen. Ich habe es zwar schon vor einigen Wochen gekauft, aber konnte mich jetzt die Tage erst drum kümmern und ich glaube, von dem Fahrzeug habe ich noch kein Video oder kein Vorstellungsvideo in dem Sinne auf YouTube gesehen. Da habe ich mir gedacht, machen wir das doch einfach mal. Es handelt sich um die G800 von Jägerndorfer. Das ist auch meine erste Lok dann von Jägerndorfer. Und ja, ich habe sie mir geholt. Passt zwar hier überhaupt nicht zu unserer Epoche auf der Anlage, aber wir fahren ja auch Fremo modern. Und da bin ich gerade dabei, den Fuhrpark ein wenig aufzumotzen. Das heißt also Fahrzeuge wie Waggon und so weiter für unsere Papierfabrik. Alles, was ich da so brauche. Ja, und also auch mal eine neue Lok. Sie ist zufälligerweise schon orange, weil es ist eine Northway. Aber diese Lok ist dann halt an die Mittelstädter Kreisbahn ausgeliehen und kriegt dementsprechend später mal einen Aufkleber mit der Beschriftung Mittelstädter Kreisbahn. Und ja, das kommt aber alles demnächst. Begeben wir uns erstmal zu der Lok. Oder ich zeige euch mal eben, ich habe sie schon rausgenommen, die Verpackung interessiert ja auch manche. Eine ganz normale, gute Blisterverpackung, so wie sie viele Hersteller mittlerweile benutzen. Die Lok sitzt da drin sicher, ist leicht rauszuholen, es bricht eigentlich dabei nichts ab und das ist immer ganz wichtig. Aber gehen wir jetzt mal zu der Lok. Ja, da ist das gute Stück. Wie gesagt, eine MAC G800 BB, vierte Bauserie von MAK und ich finde, ein sehr gut gelungenes Modell. Ich kann euch auch gleich noch mal ein paar Detailfotos hier reinstellen. So könnt ihr es dann besser erkennen. Wirklich sehr gut gemacht von Jägerndorfer. Ja, und es handelt sich hierbei, wie gesagt, um die Projektnummer oder Artikelnummer 11482. Das heißt also, das ist eine DCC-Sound-Version und darum habe ich sie jetzt mal auf den Rollenprüfstand gestellt, um euch die Sounds mal eben so besser vorzuführen. Fangen wir einfach mal an. Wie ihr seht, F0, wie eigentlich bei jedem, ist das Licht, was ihr vielleicht ganz leicht erkennen könnt, ist, dass auch die Instrumentenbeleuchtung angeht. Ein sehr schönes Gimmick, zwar ein bisschen hell, aber mal gucken, vielleicht kann man da ja noch was machen. Gehen wir zu F1. Ja, F1, der Sound an sich, das Motorgeräusch, hört sich vom Starten her wirklich gut an. Und jetzt machen wir mal wieder F1 aus. F2, Signalhorn hoch. F3, Signalhorn tief. F4, Führerscheinbeleuchtung. Die ist selbst bei diesem eigentlich sehr hellen Licht hier im Oberzimmer sehr gut zu erkennen. Sie erscheint auf dem Objektiv greller, als sie wirklich ist. Aber trotzdem, auch da müsste man vielleicht noch mal ein bisschen nachregeln.
F5 ist Rangierlicht und Rangiergang gleichzeitig. Das heißt also, wir haben auf beiden Seiten jetzt das A. Endlich mal ein Hersteller, der sich Gedanken gemacht hat, dass man sowas auf eine Taste legen kann und dadurch natürlich Funktionstasten frei behält. Sehr gute Idee. Sonst hat man das immer selber programmieren müssen. Jetzt hat es mal einer direkt übernommen. F6 ist das Rücklicht. Ein- und ausschalten. Ich glaube, da muss ich mal eben die Lok ein wenig drehen, dass man das besser sehen kann. Ja, ich denke, ist zu sehen. Das war dann halt jetzt vorne. Und F7 dasselbe nochmal auf dem kurzen Vorbau. Auch sehr gut gelöst. So bleiben wenigstens vorbildgemäß das Rücklicht aus, sobald dann Zug hängt. F8 hat dieses Modell jetzt nicht, aber es ist zumindest dafür vorbereitet. F8 ist automatische Kupplung vorne. F9 wiederum ist automatische Kupplung hinten. Wie gesagt, schon mal vorbereitet, kann man ja zum Beispiel mit einer Kreuz oder der neuen ESU Kupplung schön nachrüsten und hat eine automatische Kupplung. F10 wäre Kurvenquietschen, hören wir natürlich jetzt nicht. F11 ist Lastbetrieb, den führe ich euch jetzt mal eben direkt vor. Jetzt könnt ihr auch gleich mal hören, wie die Lok beschleunigt. Das war jetzt falsch. Ich muss eigentlich schon beim Beschleunigen das schon reinmachen. Also das Ganze nochmal. So, jetzt ist F11 aktiviert. Ihr habt jetzt auf jeden Fall den Normalzustand eben gehört. Und jetzt kommt die Last. Ich muss dazu sagen, ich habe jetzt nicht direkt von 0 auf 126 Fahrstufen hochbeschleunigt, sondern mit Zwischenschritten. Dadurch kam natürlich auch mal zwischendurch der Leerlauf wieder rein. Ja, F12 wäre dann der Leerlaufbetrieb. Lok beschleunigt auf die vorgegebene Geschwindigkeit. F12 ist aktiviert und geht dann, wie gesagt, in den Leerlauf. F13, die Lokbremse anlegen bzw. lösen. F14, Rangierfunk. Einlenken. Zwei. Einer. Räuber. Rudis, halt.
sehr gewöhnungsbedürftig, aber ist logisch. Österreichische Firma, natürlich auch österreichische Sprache im Rangierfunk. Schon recht lustig. Habt ihr halt einen Österreicher auf eurer Anlage. So, F15, Lüfter. Bei dieser Lok hören wir jetzt nur das Lüftergeräusch, nicht wie jetzt zum Beispiel bei Brava, wo auch der Lüfter anfängt zu laufen. Das hat man sich hier erspart und meines Erachtens auch gut so, nicht dass wieder unnötige Kosten entstehen, weil erstens, man sieht es in den seltensten Fällen bzw. achtet eigentlich drauf. Dann kommen wir Führerstand zu und auf F16. F17 ist Bremsfunktion 1. Dazu müssen wir erst wieder anfahren. Jetzt sind wir im Leerlauf. Jetzt aktiviere ich F17. Und komischerweise, was die Tage noch funktioniert hat, macht er jetzt gerade nicht. Ah doch, man muss schon genau hinkommen. Das ist natürlich jetzt auf dem Rollenprüfstand nicht so schön zu erkennen. Aber er vermindert die Geschwindigkeit. Sobald man F17 dann wieder loslässt, habt ihr gehört, der Motor fing wieder an zu beschleunigen, um die Grundgeschwindigkeit, die man vorher eingestellt hat, wieder zu erreichen. F18, Rangierfunk 2. Grüß dich, der Felix ist da. Da ich hätte mit einer 2070 auf 398 aus dem Holzhaus. Ja? Gut. Passt. Ich melde mich dann wieder, wenn wir fertig sind, so wie das sieht. Ja? Gut. Passt. Danke. Servus. Auf F18 ist, wie gesagt, ein Rangiergespräch, was vollständig abläuft, während bei dem Rangierfunk auf F14 ich durch die Tastenbedienung immer die Längen vorgebe. Also da sind es einzelne Sequenzen bei F14, F18, ein Rangierfunkgespräch. So, jetzt kommen wir zur Schnellbremsung bei F19. Jetzt bediene ich F19. Und die Lok wird wirklich bis zum Stand ausgebremst. Wenn ich F19 wieder rausnehme, beschleunigt sie wieder. F20 ist das Vorwärmgerät. Dafür machen wir mal eben den Motor komplett aus. Das ist F20.
F21 wäre Weichenquietschen. Ich denke mal, das wird jetzt auch nicht funktionieren. Auf dem Rollenprüfstand. Oh, es funktioniert doch. Auch eine Tastenfunktion. Dann haben wir F22 Schienenstöße. F23, das Doppelhorn. F24 wäre der Kompressor. Der sich bei dieser Lok auch wirklich human anhört. Also ich habe schon mal auf einer 12.06 gesessen. Das war viel schlimmer als der anging. Der war, glaube ich, völlig unrund. Dann haben wir, wie gesagt, mit F25 noch Sanden. Ich habe allerdings jetzt gerade vergessen, wie ich das mit meiner Desi mache. Deswegen lese ich es euch nur vor. F26 wäre der Soundfeder. Also auch nichts Besonderes. F27 Bremsengeräusch deaktivieren. Wer will das schon? F28 Zugbremse lösen, anlegen. Braucht man auch nicht unbedingt. Und F29 Pressluft ablassen. Aber das kann man sich ja auch nochmal anders umprogrammieren. Ja, also in meinen Augen schon eine gelungene Lok. Macht Spaß. Und ich kann sie erstens so, wie sie hier vor mir steht und wie ich jetzt schon ein bisschen damit gefahren habe. Ich habe sie auch schon eingefahren. Nur empfehlen. Damit wäre meine Vorstellung soweit zu Ende. Im Anschluss noch ein paar Fahrbilder. Viel Spaß! Ich hoffe, euch hat das Video soweit schon gefallen. Dann lasst bitte einen Daumen hoch. Da, wer noch kein Abo hat, auch ein Abo ist immer gerne gesehen. Aber gerade der Daumen hoch ist wichtig, damit das Video weiter nach oben steigt und umso mehr Leute erreicht. Ja! Da steht das gute Stück. Da stehen die Waren, die ich jetzt für den Fremo schon bearbeitet habe. Und das Ganze rangieren wir jetzt mal zusammen und fahren damit ab. Also, ich wünsche euch noch viel Spaß und denkt daran, Daumen hoch und bis demnächst. Bleibt mir treu. Ciao.